man nach Schleswig rein. Von der B201 aus Richtung Husum kommend. Schleswig-Nord fahre ich hier ab. Und will euch einmal gerne die Stadt Schleswig mit dem Motorrad zeigen. Ich bin gespannt, ob der Ton einigermaßen rüberkommt, denn ich fahre hier gerade so mit 50, 60. Naja, 50. Und hoffe, dass der Ton dann gleich während der Aufnahmen in Schleswig besser rüberkommt. Das ist natürlich erstmal ein Test für mich, ob das überhaupt so funktioniert, dass man auch Aufnahmen vom Zweirad aus machen kann. So, jetzt kommen wir in die Stadt Schleswig rein. Hier oben ist jetzt ein Kaufland. Viele Jahre war das ein Realmarkt gewesen. Ich glaube 30 Jahre oder so. Tja, Motorfahrer, den ich grüßen, haben schon. Die Einkaufsmärkte haben noch auf. Hier ist übrigens rechts ein großer Versender von Fitnessgeräten, der europaweit versendet, hat in Schleswig seinen Sitz. Und das hier ist jetzt die Flensburger Straße. Hier fahre ich jetzt also von Norden kommend nach Schleswig rein. Hinter mir drängelt gerade ein Auto ziemlich doll. Ja, das ist nicht so schön. Ja, zwei Motorradfahrer kommen mir entgegen. Mit der anderen Hand. Hallo. Ich glaube, die kannte ich sogar. Eben ist mir auch ein sehr bekannter Schleswiger entgegengekommen mit einem sehr schönen Motorrad. Ich bin gerade mit seiner Freundin zusammengekommen und habe ihn auch gegrüßt, habe mich natürlich nicht erkannt. Kenne ich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Aber sobald man mal einen anderen Helm auf hat oder so, oder man frisch verliebt ist, da hat man keine Augen mehr für seine alten Bekannten. Kann man auch gut nachvollziehen. Ja, nun fahre ich hier links in die Schubistraße rein. Das ist ganz witzig, die sind immer die Straßen hier so genannt, wo sie eigentlich hinführen. Also eigentlich fahre ich jetzt in die gegengesetzte Richtung. Der Deutsche Wetterdienst auf eine Außenstelle. Die ist ganz stark besetzt. Ich glaube, heute ist alles automatisch betrieben. Der Drängler ist immer noch am Drängeln, aber soll er ruhig. Wir wollen ja nicht mit dem Wagen mitfahren, der uns gerade hier mit Baulicht an der Seite überholt. Schleswiger Straße mit alten Villen, ganz hervorragend, ganz schön.
mache hier ja keine Werbung für irgendwas. Drängler möchte jetzt einkaufen. Und ich fahre jetzt gleich die Bismarckstraße runter. Irgendwie ist auch eine von den Straßen schließlich so ganz stark. Es gibt noch die Molkestraße und es gibt die Bismarckstraße. Und es gibt noch den Gallberg noch. Und das sind die drei Straßen auch, nur gut, die Fensterstraße auch, die so ziemlich von oben kräftig nach unten runtergehen. Da denken viele, in Schleswig-Holstein gibt es gar nicht so große Steigungen, aber doch, gibt es schon. Und hier fahren wir dann gleich mal runter. Die Felsen ist weiter. Okay. Die habe ich mit meinem Roller mal gepackt. Oha, habe ich hier aufgesetzt. War nicht gut. Über 3,5 Tonnen müsste ich jetzt 30 fahren. Und hier geht es also relativ doch steil runter. Ich bin mal sehr gespannt auf die Filmaufnahmen. Unten ist die Fußgängerzone Stadtweg. Ist natürlich schnell rüber. Hier ist der Zopf und das große Parkhaus. Und jetzt halte ich natürlich mal an. Uff. Ja, die Kamerahalterung ist alles andere als günstig. Die wackelt hier rum. Ist ja nur mit so einem Spannband festgemacht, so ein Kabelbinder. Ich hoffe nur, dass der hält, ansonsten hängt das Ganze noch am Mikrofonkabel. Die Aufnahme läuft noch hier gegenüber. Das ist der alte Kreisbahnhof. Hier war damals tatsächlich ist die Bahn bis nach Kappeln gefahren. Also von hier aus natürlich auch bis zum Schlüsseler Bahnhof. So dass man hier, also von überall her mit hier mit der Bahn herfahren konnte. Ich habe das irgendwann mal in den 80ern gebaut. Der alte Kreisbahnhof, der war sich ein bisschen selbst überlassen. Inzwischen ist es ein ganz wunderbares Hotel geworden mit leckerem Essen und wir haben Grün und dürfen jetzt weiter. Und wird sehr, ich arbeite eng zusammen mit einer Behinderteneinrichtung, ganz hervorragend gemacht. Die rechte Zopf wird bald nicht mehr da sein, das ist eine kleine Geschichte. Königstraße, auch eine der großen, ich sag mal, ich will nicht sagen Prachtstraße, aber der wichtigste Straße schließlich. Von hier aus kommt man in die Stadt voran rein. Hier rechts ist das alte Gebäude, wo ehemals die Stadtwerke drin waren, jetzt ist dieser Kreis drin. Und hier tatsächlich wurde früher der Strom von Schleswig erzeugt. Auf dem Gebäude, das man da vorne gleich in der Kreuzung rechts sehen kann, was mit so einem Balkon grün gewachsen ist. Und wir stellen fest, dass in Schleswig wahnsinnig viele rote Ampeln sind. Pflegeeinrichtung und das Zollhaus
wir fahren jetzt einmal in den Dollfuß hinein. Hier ist das Schleswighaus rechts, der Dänische Zeitung, oder Falke. Hier sind noch einige Baulücken, hier ist der ASF, die Abfallwirtschaftsgesellschaft. Das Weinquartier Nummer 7 ist hier im Dollfuß. Notare sind hier. Hier links ist das Amtsgericht. Links kommt noch ein Grieche, rechts ist eine Kirche. Das ist Russland, Roma ist es jetzt. Eine Pizzeria ist es geworden. Unser Grieche ist gleich wieder da, stimmt. Hier rechts schauen wir das Theater. Ist leider abgerissen worden, weil die Frau fertig war. Schon im Jahre 1928, als es gebaut wurde, sackte da der Bühnenturm ab, dass in den Akten auch belegt ist. Und der hat damals gesagt, das wird nicht lange halten. Und hat dann immerhin doch noch bis über 2000 ausgehalten. Aber dann war das dann so schief abgesackt, wie der Stiefelturm von Pisa. Und musste dann leider abgerissen. Da ließ sie auch nicht wieder auf, weil da unten ist eine 25 Meter dicke Moorlinse. Hier rechts ist das Patio, auch eines der urigen Restaurants hier schließlich. Sehr zu empfehlen, das ist so ein Innenhof, kann ich jetzt leider nicht reinfilmen, aber wunderbar. Das ist jetzt immer noch der Stadtweg hier. Also es ist der Stadtweg, der jetzt noch befahren werden kann, dahin geht es dann weiter in die Fußgängerzone über. Hier ist ein Geschäft, das Giftbude. Rechts Quelle des Lebens, An- und Verkauf, hier ist eine Bausparkasse, dann ist hier ein Friseur, ganz toll, ein Rechtsanwalt ist hier. Also Schleswig hat schon noch nicht viele Geschäfte. Hier ist wieder ein italienisches Restaurant. Ein Döner haben wir hier. Fahrradgeschäft. Hier vorne ist jetzt eine Baulücke, da war ein großes Kaufhaus gewesen. Und hier ist der Stadtweg, also die Fußgängerzone von Schleswig. Da fahrt ihr natürlich nicht rein. Post, vielleicht so eine Bank. Da fahren jetzt diese Poststraße, ja, das ist die Post hier. Gar nichts weiter oben gewesen, das Gebäude haben wir auch gegeben. Hier rechts war mal das Katasteramt. Und wir biegen gleich mal links ab, hier geradeaus sieht man neue Häuser, die vor wenigen Jahren erst gebaut wurden, direkt an der Schleife liegen, wunderbar gelegen. Und wir fahren mal nach links wieder in die Königstraße rein. Rechts ist das Lucifer, die alte Brauerei von Schleswig. Hier wird sich in den nächsten Jahren noch ein bisschen was tun. Der Zopf, der jetzt nicht links, der wieder zweite, der wird dann abgesehen. Das Parkhaus links ist lange schon baufällig. Hier links steht auch die alte Feuerwache, die auch demnächst dann eine neue Nutzung der Fläche zugeführt wird. Wir haben ja rechts ein Schlaflabor, Bäckerei, Fitnessstudio und wieder den alten Kreisbahnhof, ein Hotel und Restaurant. Wir biegen jetzt mal rechts ab und werden dort zum Hafen fahren. Der Hafen Schleswig ist insofern interessant, weil da natürlich auch ein bisschen touristische Angebote sind. Und dort ist auch ein Wohnmobilstellplatz, einer der schönsten, würde ich sagen, von Deutschland. Natürlich auch ein bisschen hochpreisig, das ist nicht geschenkt, kostet glaube ich 25 Euro in der Nacht. Aber man hat den wahnsinnigen Blick, das ist Brötchenservice mit dabei. Also einer der beliebtesten Stellplätze in Deutschland. Und da fahren wir jetzt gleich mal vorbei, ganz langsam. Hier ist auch nur 30. Das ist über die Kulglawatstraße. Rechts ist die Touristinformation. Wir hören auch noch von hier nochmal gleich in den Friedrichsberg, wenn wir nochmal fahren, um den Bahnhof nochmal zu schauen. Hier links kann man jetzt gar nicht sehen, muss ich mal drehen vielleicht. Das ist der Dom. Und schließlich.
Und da vorne sehen wir auch schon den Wohnmobilstellplatz am Stadthafen. Ein wunderbarer Platz. Also sehr zu empfehlen. Ist auch eigentlich immer gut belegt. Ich habe jetzt gerade keinen Platz gesehen, da muss man auch mal rechtzeitig kommen. Hier ist jetzt der Stadthafen, hier ist das Kap Hörnchen, also der schönen Treffpunkte, auch das Hafencafé. Der Speicher, kann man auch gut. Was da ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das ist ein Wochenstand. Hier links ist ein neuer Parkplatz entstanden, rechts ist dann einmal Zanders Nordlicht und die Bürgermeisterin. Also die Burger, die hervorragende Burger, wirklich lecker. Und ich Zander natürlich mit seinem Fisch und auch anderen Gerichten ganz lecker. Hier ist die Seenotretter. Hier vorne kommt jetzt der Holm. Da fahren wir natürlich nicht drauf, weil wir die Leute nicht stören wollen. Das ist gerade Schützenfest hier in Schleswig, wieder angekündigt. Und der Holm ist eine alte Fischersiedlung. Wir fahren jetzt nicht durch die Altstadt durch, sondern nur einmal durch den am Holm vorbei. Links geht es zum Rathaus, da ist es zu Fuß, da ist einfach vermuten. Wir werden da vorne gleich mal drehen. Die Strecke dann wieder zurückfahren. Wir fahren jetzt hier eigentlich quasi um den Holm, die alte Fischersiedlung von Schleswig herum. Ein wunderschönes Ambiente. Werde ich im Video gleich mal verlinken. Hier ist ein Sauna, Fassverleih, Folienbeschlüfter. Dann werden wir nochmal hier auf die Freiheit fahren. Die Freiheit in Schleswig ist ein ehemaliges Militärgelände, ehemals heute die Bundeswehr, viele Jahrzehnte gewesen. Vorher hier auch in zwei Wecken. Einige alte Gebäude stehen sogar noch. Entweder weil sie nicht zur Entwicklungsfläche dazugehört, beziehungsweise weil das immer der Denkmalschutz stand. Und gleich sehen wir rechts das alte Fliegergebäude, werden wir gleich sehen. Da ist dann jetzt ein Ärztehaus drin. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Da ist das Fliegergebäude. Das hat nämlich den Grundriss von oben wie ein Flugzeug. Es war nämlich hier damals eine Flugzeugstaffel hier stationiert gewesen auch. Später dann auch Pioniere. Also das Heer. Wir haben dafür gesorgt, dass sie mit Schwimmbrücken in den Schlei rüberkannte. Aber die Bundeswehr ist lange abgezogen, das war Anfang der 2000er, wo das hier entlang geht. Jetzt fahren wir über Mühlenbach rüber, oder vom Holmer Nur kommt das Gewässer. Auf der linken Seite haben wir die dänische Schule, die AP Möllerskolen. Und geradeaus darf ich so weiterfahren, da wird ja in Schleswig ganz viel gebaut. Am Wasser direkt ganz viele Wohnungen. Und wir fahren jetzt einmal an den AP Möllerskolen vorbei, den man hier hoffentlich gleich gut sehen kann. Und dann drehen wir da vorne nochmal. Die Schule der AP Möllerskolen ist von Merz Bikini Möller gebaut worden, beziehungsweise finanziert worden. Merz Bikini Möller ist ein ganz bekannter großer Däne, leider schon verstorben. Er hat eine große Reederei, Maersk, der sehr viel Geld verdient hat. Und es gibt in Dänemark eigentlich, alle duzen sich, nur zwei werden gesiezt. Das eine ist die dänische Königin und das andere war Maersk Bikini Møller, weil er eben halt, sagen wir, glaube ich, alleine schon durch die Hälfte des dänischen, na, ich weiß es nicht, aber man sagt, sehr viel vom dänischen Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet hat. Die Schule haben wir jetzt gar nicht gesehen, glaube ich. Ich drehe das mal jetzt hier über die Nordseite der Schule, wenn ich jetzt hier einmal drehe. Ich glaube, da oben kommt jetzt keiner. Und dann sieht man jetzt einmal ganz wichtig die Schule. Ach ja. Und natürlich kommt einer. Und jetzt geht es nochmal an der Schule vorbei. Ich hoffe, ich kriege die gleich nochmal ein bisschen besser drauf. Da ist jetzt die AP Möllerskolen. Der modernsten Schulen Europas. Die Baumaterialien sind exklusiv. Das ist eine dänische Schule. Wer dort zur Schule gehen will, muss also auch mit Dänisch sprechen. Hier wird Dänisch gesprochen. Bei dänischen Minderheit, also am besten muss man auch vorher schon im dänischen Kindergarten gewesen sein.
Und diese Schule hat den Platz hier vorne, treffen sich immer viele Jugendliche. So eine Skateanlage ist dort. Da haben die Feigen gegeben für alle. Und das ist also ein Hilfe auch Menschen. Und wir spielen auch Kinder, Basketball. Wir fahren jetzt wieder zur kleinen Freiheit. Also ich komme wieder zurück, wo unsere Gruppe noch entwickelt wird. Aber von dem Militärarsenal oder Arenal, oder wer ist denn die? Militär, was ist das? Von der Militärfläche kann man hier eigentlich nichts mehr erkennen. Das Interessante war nur, dass die Stadtplaner seinerzeit sagten, dass die Anlage der Kaserne eigentlich genauso gemacht wurde, wie man es heute auch noch machen würde. Also diese Achsen, die innerhalb des Geländes jeweils entwickelt wurden, das würde man heute noch ganz genauso machen. Also war damals schon in den Ende 20er Jahre oder 30er Jahren sehr fortschrittlich, was die Planung der Fläche angeht. Der Sinn und Zweck war natürlich ein anderer. Wie das danach war, hier die Bundeswehr. Hier vorne war das Wachgebäude, das abgerissen wurde. Da gab es großes Gezerre, Gezetere. Man wollte es also gerne unbedingt erhalten. Aber letztlich ist es dann auch weggekommen. Hier ist noch einer, der mit seinem Wohnmobil wahrscheinlich keinen Platz gefunden hat. Letztlich ist es wahrscheinlich hier auf die Fläche. Ist auch wunderbar hier zu stehen, wenn man da eine freie Fläche findet. Eigentlich, wenn ich das sogar gesehen habe, doch rein zum Rollen. Ja, wir fahren jetzt wieder die Kudlava-Straße entlang. Die Straße wurde damals gebaut, als die Kaserne auf der Freiheit eingerichtet wurde. Hier ist natürlich auch nur Geschwindigkeitsbegrenzung. Tagen ganz oben in der Spitze gewesen, im Dom. Da darf man normalerweise nicht hin und das hat auch seinen Grund, denn die Treppen, die dort sind, entsprechen aus meiner Sicht nicht der Norm. Ja, kann man nicht wirklich sehen jetzt im Dom. Hier ist die Pastorenstraße. Da ist auch das Haus für den Musiker und Kirchenorganisten, gerade das darf man jetzt hier nicht fahren. Hier links ist das der Nordeingang vom Dom. Und wir fahren jetzt hier mal um den Dom herum, dass man das ein bisschen sehen kann. Der Dom stand übrigens auch früher auf dem Berg. Und wenn man jetzt hier das vielleicht sieht, auf der Kamera, die Stadt ist also angewachsen. Man hat immer den Müll hingeschmissen und Erde. Und so ist es dann nach und nach angewachsen in der Altstadt. Mal am Rathaus vorbei. Das ist auch ein Kirchengebäude. Ups, da macht den gerade die Kiel. Hier fahren wir durch die Schleswiger Altstadt. Ganz langsame Schrittgeschwindigkeit durch.
Talentshow, wie ich schon damals, ich glaube vor 30 Jahren ist sie gewesen, hat aber ein paar Mal den Besitzer gewechselt. Das ist ein städtisches Gebäude, Landesstraße 6, immer wieder unterschiedlich genutzt wurde, auch für Senioren. Und jetzt sind wir hier in der Schleswiger Altstadt. Wunderbar, schöne Altstadt, wirklich sehenswert, absolut. Hier können wir mal durchfahren, den Hollen würde ich jetzt nicht mit dem Motorrad befahren, das ist nicht, passt nicht, macht man nicht. Und die Ruhe der Anwohner nicht stören. Hier ist der Rathausmarkt. Und der Senatorkrug, hat auch ein schönes Restaurant und auch ein Café. Und jetzt schwimmen wir mal rum auf das Rathaus. Ja, hier ist das Rathaus von Schleswig. Wunderschön. Von 1600 und boah, jetzt weiß ich die Jahreszahl gar nicht. Hier ist das Standesamt unten. Das Graukloster ist dahinter. Und das Rathaus ist also wirklich noch ein ganz altes Gebäude. Natürlich ist es inzwischen mit moderner IT-Technik ausgestattet. Aber wir haben immer noch das Problem der Barrierefreiheit. Der Ständesaal ist immer noch nicht barrierefrei. Also da, wo sich die Ratsversammlung trifft, ist das Ringelnatz links. Und hier ganz links ist etwas ganz Besonderes. Wir warten kurz auf das Bild inzwischen, aber da ist ein Keller, ein Brauereikeller unter. Ja, also die Altstadt von Schleswig, die hat was. Kinder spielen hier, die muss ich jetzt leider mal kurz zur Seite. Mit dem kommt auch ein Auto, insofern müssen sie sowieso zur Seite gehen. Oh moin, dankeschön. Das Haus hier rechts ist immer wieder ausgebessert worden. Das sackt immer wieder ein bisschen irgendwo ab und wird hier zugespachtelt, dass das noch hält. Hier vorne können wir jetzt direkt auf den Holm schauen. Und rechts ist ein, hier vorne ist ein Industriegebäude. Das ist die, ja, ein Ableger des Stadtmuseums. Ich will das über das Auto da vorne fahren. Also da kann man tagsüber kostenfrei sich über den Holm informieren. Hat also eine schöne Geschichte. Lebt da früher nur Fischer. Es war also eigentlich eine ärmliche Siedlung gewesen. Das hat sich inzwischen ein bisschen gewandelt. Die Fischer sind immer weniger geworden. Es gibt eine Holmer Fischerzunft. Und die bewahren die Tradition. Die sind auch noch Fischen nach wie vor. Da gibt es so Fischerfamilien, also Familie Fischer, Familie Manns zum Beispiel. Das sind so alt eingesessene Familien, die von Generation auf Generation das Fischen immer weitergegeben haben. Auch das Wissen darüber. Links ist der Hafen. Und jetzt inzwischen ist es doch schon so, dass da der ein oder andere, ja, von außerhalb hingezogen ist. Der Holm ist ein bisschen hochpreisiger geworden. Der Denkmalschützer wollte mal das ganze Areal komplett unter Denkmalschutz stellen als Ensemble, und das haben die Anwohner aber dann nicht gewollt, weil sie sagten, wir achten selber schon darauf, dass unsere Häuser im Stil erhalten bleiben. Wir wollen da den Denkmalschutz nicht, und das hat sich auch alles so gut bewährt, weil alle im Grunde ihre Häuser so bauen in einem alten, in dem alten Stil weiter. Selbst wenn sie mal modernisiert werden, bleiben sie immer süß und schnubbelig, sag ich mal vorsichtig. Wir fahren natürlich eine Blaberstraße entlang, links. Der Sitz vom Bischof, der Bischofssitz. Rechts ist auch ein Kirchenkreisgebäude, links ist die Brustinformation, wenn man das auf dem Weg sehen kann. Und wir fahren jetzt wieder auf den Zopf zu. Ich denke, dass der nächsten Tage, Wochen, Monaten irgendwann mal auch neu gestaltet wird. Links wieder der alte Kreisbahnhof. Also Schleswig ist schon ein bisschen übersichtlich. Aber wunderschön. Zopf ist auch noch ein Grillsalon, am Zopf heißt er, ein Imbiss drin. Rechts hat eine Partei ihren Sitz, die andere große Partei im Lollfuß, und gibt es noch weitere hier in Schleswig, die so ihre Geschäftsstelle dort haben. Und wir biegen jetzt links rein, wir fahren der Plessenstraße, fahren wir jetzt wieder in die Königstraße hinein, nach links. Und dann ist wieder so eine Stringel, oder so eigene. Ja, Schleswig hat, boah, ungefähr, ich schätze jetzt mal 23.000 Einwohner, das schwankt ja wieder ein bisschen. In den letzten 10 Jahren aber natürlich mehr geworden, weil neue Baugebiete ausgewiesen wurden. Und die haben natürlich die Zahl der Schleswiger dann doch
anwachsen lassen. Es ist also schön, dass eine Stadt auch ein bisschen wächst. Natürlich ist Schleswig insgesamt sogar gewachsen, nämlich in den Umlandgemeinden sind auch Baugebiete ausgewiesen worden, die sind auch ganz kräftig gewachsen. Und ist das ganze Gelände Schleswig und Umgebung zusammen insgesamt also kräftig an Leuten gewonnen. Man hat immer gesagt, Schleswig hat immer Einwohner verloren. Aber dann nimmt man immer die Zahl nach dem Zweiten Weltkrieg, die nicht ganz aussagekräftig ist. Denn da sind natürlich viele Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg nach Schleswig gekommen. Wir haben die Zahl kurzfristig mal fast auf 40.000 umgebracht. Aber es waren ja keine wirklichen Einwohner, es waren einfach nur Flüchtlinge. Und die haben sich dann von da aus und langsam wieder in andere Bereiche dann umgesiedelt. Und insofern haben wir dann wieder die Größe erreicht, die wir auch normalerweise also irgendwie 20.000. Das rechts ist ja das Schleißhinter, Wohlwurf, links die Brauerei wieder, links ist Lucifer. Links nochmal ein Ärztehaus. Haben wir viele Ärzte in Schleswig. Rechts hier die ehemalige Stadtwerke, jetzt die Volkshochschule rechts, links die Rentenkasse. Hier haben wir einen Zahnarzt. Links ist die Domschule, das ist heute in der Naturwissenschaftlichen Zentrum. Und dann ist da die eigentliche Domschule. Rechts haben wir eine Künstlerin, Katrin Geller, die Kunst bis in die Schweiz ausliefert. Also Wanddekoration, beleuchtete Wanddekoration, individuell gestaltet, mit vielen auch Sonnen und Monden dabei, also wunderbar. Rechts eine Gewerkschaft. Hier ist neue die Schleißstraße. Und fahren hier wieder an der Schleiß vorbei. Ein wunderbarer Blick wieder auf den Wickenturm. Wir fahren jetzt einmal in den Friedrichsberg, das ist der Amtsstadt. Also Schleswig hat ursprünglich mal bis aus drei Städten bestanden. Den Friedrichsberg, der auch Katzenberg genannt wurde, den Leufuß, das ist dieser Bereich, den ich jetzt gerade befinde, und eben die Altstadt war das eigentliche Schleswig. Und diese drei Ortschaften wurden vom Schloss Gottorf zusammengefügt und da wurde eine kombinierte Stadt Schleswig rausgemacht. Die kombinierte Stadt Schleswig hieß also, dass diese drei Ortschaften dann zusammengefügt wurden, was die aber eigentlich damals gar nicht wollten. Hier rechts ist dann das Schloss Gottorf jetzt nicht zu sehen, weil das so ziemlich eingewachsen ist. Wir fahren jetzt über den Gottorfer Damm rüber und vielleicht können wir da nicht sehen. Schloss Gottorf ist leider gar nicht zu sehen. Das ist ein wunderbarer Baumbewuchs. Wir fahren jetzt nach links in den Friedrichsberg hinein. Haben wir auch sogar das über grün. Und können auch direkt mal durchfahren. Sehr schön. Rechts ist das Oberlandesgericht, aber eigentlich sind die Obergerichte in Schleswig-Holstein. Das Sozialgericht ist hier auch drin. Links geht es rein in die Kallisenstraße. Da ist dann der Wikingturm. Rechts haben wir hier, wenn wir das sehen können, das Gebäude Roter Elefant wird es auch genannt. Oben ist die B76, die führt hier auf einer Brücke über Schleswig rüber. Ich hätte mal die Idee, wenn die einfach irgendwann die Brücke abnehmen kann und hier so einen Kreisverkehr bauen könnte, dann hat man Leute, die vielleicht auch nach Schleswig reinfahren. Wir kommen jetzt in die Friedrichstraße rein. Damals auch eine Prachtstraße mit ganz wunderbaren Gebäuden. Rechts ist das Landesarchiv Schleswig-Holstein. Links ist der Kesselhof, das Stadtmuseum, war vorhin eine Ausstellungseröffnung gewesen. Ansonsten sieht es jetzt gerade so ein bisschen nicht so aus, wie man es eigentlich sich gerne vorstellen würde. Ein Geschäft ist noch hier. Hier war früher mal eine Bastelwerkstatt. Rechts ist ein Friseur. Links ist Blumenrahmen, ein Blumengeschäft. Wir haben hier auch einen Einkaufsladen, wir haben auch Schwimmzug, Physiotherapie. Geradeaus darf man nicht reinfahren, dann haben wir gleich mal eine kleine Biegel und fahren jetzt in die Bahnhofstraße. Heißt natürlich deswegen so, weil der Bahnhof ist, werden wir gleich sehen. Hier ist eine Sparkassenfiliale. Also wirklich auch schön alte Villen sind hier in der Straße drin. Ganz wunderbar. Es ist ein Donnerstagabend. Es ist natürlich so viel los. Hier ist ein Sozialladen, Silberkutze. Links ein Heizungs- und Klimasanitär, ein Handwerksgeschäft,
dazu ist der Bahnhof. Extra Karpfenteich. Ich konnte mal wieder durchfahren, inzwischen ist das aber nicht mehr erlaubt, da ist ein Bahnübergang. Der Bahnhof ist vor wenigen Jahren verkauft worden an Privat. Seitdem gab es noch so ein bisschen Stress und Ärger, weil die große Frage war, wer ist denn für den Bahnhof eigentlich für die Genehmigung zuständig? Ist es die Stadt oder ist es das Bundes-Eisenbahnamt? Und da hat sich dann der Eigentümer dann da die Genehmigung geholt, wo es ihm gefiel. Und das war dann aber nicht so im Sinne der Stadt gewesen. Und wir fahren mal zur Feuerwehr hin, das neue Feuerwehrgebäude. Da darf man natürlich nicht rauffahren, deswegen werde ich hier vorne nur einmal das zeigen. Also einfach verboten, das werde ich auch beachten. Hier darf man auch nicht parken, aber hier ist die neue Feuerwehr von der Stadt. Also ein wunderschönes, neues Feuerwehrgebäude. Da sind wir auch richtig stolz drauf. Und hier war früher ein Bahnübergang gewesen. Der ist gar nicht mehr sichtbar, ist komplett zugemacht worden. Da konnte man früher, durch hier ist immer eine Fußgängerunterführung. Man kann also Fuß hier unter durchgehen und gerade einen Zug an. Wir fahren jetzt in die Mannsteinstraße rein. Rechts ist wieder der Bahnhof zu sehen. Übrigens in der Mannsteinstraße, hier bin ich tatsächlich geboren. Wir fahren gleich an meinem Geburtshaus vorbei. Ich bin also nicht im Krankenhaus geboren, sondern tatsächlich zu Hause, und zwar im Bett meiner Oma. Aber nicht von meiner Oma, sondern von meiner Mutter, logischerweise. Meine Oma war damals Hebamme und meine Mutter ist dann zu ihrer Mutter gefahren und mich dann da bekommen. So, wir fahren jetzt also einmal. Hinter mir ist jetzt wieder jemand, der ein bisschen schneller fährt. Einmal die Mannschaftsstraße runter und hier rechts, der Haus Nummer 14, das ist mein Geburtshaus. Da bin ich geboren. Aber ändern kann ich das wieder nicht mehr. Das ist schon zu schwer. Jo, und jetzt fahren wir weiter die Mannschaftsstraße und fahren direkt auf die Romanische. So, hier rechts gibt es Bäcker Stamer, der ist ganz bekannt, der gehört also auch überregional. Baguette-Brote aus, auch mal seinen Restaurants, kann man auch selber aber auch natürlich kaufen, wenn man zu Hause grillt und auch sonst immer Baguettes machen will. Also das ist ganz bekannt für seine Baguettes. Und jetzt sehen wir hier geradeaus die Bubenhagen-Schule. Die sieht immer so ein bisschen lila aus, aber es täuscht. Der Backstein ist rot und die Fugen sind dann blau und dadurch kommt so eine lilafarbene Farbe zustande. Links ist der Gosch. Und wir fahren jetzt in die Friedrichstraße rein. Ein Raumausstatter ist hier, ein Bäcker, ein Massagesalon. Wir haben hier Simon, ein Elektrogeschäft, ein Naturbauhaus schließlich hier. Stamp Corner. Kann ich jetzt nicht alle Geschäfte hier nennen. Hier war ein Babyfachmarkt, der leider nicht mehr war. Ganz kleines Fußballhaus Haus. Hier war mal eine Veranstaltungsagentur, die ist leider auch nicht mehr da. Auch in Geschichte der Geschäfte. Christian Spieldeal. Dann hier die Friedrichsberger Apotheke, eine ganz alte Apotheke. Und dann hatten wir hier den Pfarrer Voss, Jochensbestattung. Hier rechts ist die Volksbank. Fahrrad Fossefall inzwischen jetzt zugemacht, ein Traditionsgeschäft, ganz lange hier. Ich glaube, da war auch mal BMW drin gewesen, da hatten die Fahrräder und Vespa und ja, obwohl die Fahrräder eigentlich jetzt im Moment gut laufen sollten. Wir fahren also noch immer durch die Friedrichstraße durch und hoffen, dass wir jetzt die Grünphase noch mitkriegen. Drehen wir da noch mit und wir fahren dann jetzt einmal links hier in die Bahnhofstraße rein. Hier ist die Bahnhofsapotheke. Wir waren hier eben schon mal. Ich muss ein bisschen Gas geben, damit wir bei den anderen Leuten schneller nach Hause kommen. Um sich daraus zu sehen, dass sie weiter drehen. Also ist immer noch dieselbe GoPro in einem Stück durchgefilmt. Ich bin erstaunt, dass das so funktioniert. Normalerweise hätte ich jetzt anhalten müssen, den Akku mal wechseln müssen. Aber durch den Stick, die Powerbank, also ich sag mal Endlosstrom, nicht ganz, würde ich jetzt die GoPro hier am USB des Motorrads anschließen, könnte ich natürlich wirklich unbegrenzt filmen, solange die Speicherkarte reicht. Wir fahren wieder auf den Bahnhof zu und
abbiegen hier und dann rechts zur Linkskurve. Links ab. Wieder irgendwie. Die Mannschaftsstraße, meine Geburtsstraße hier. Eine Fahrschule ist hier, Tiedemann. Links ist übrigens ein Spielplatz, wo schon mein Bruder als ganz kleines Kind gespielt hat. Mein Geburtshaus rechts hier. Und weiter geht's. Wir biegen jetzt gleich rechts ab und fahren dann in den Husumer Baum hinein. Ich habe übrigens mal vor 30 Jahren Taxischein gemacht. Husumer Baum ist auch eine von den alten Straßen. Die drei Gebäude hier links, die gibt es schon auf Postkarten von 1910. Also die Gebäude waren hier immer schon da. Oh, einen Sekt. Halbschein auf. Da kriegt man also jedes Insekt auf. Und obwohl sind relativ wenig Insekten unterwegs. Aber hier ist die Unterführung der Eisenbahn. Wir sind jetzt im Stadtteil Friedrichsberg hier auch. Ja, die Spritpreise, wir hatten ja gerade Tankrabatt von 30 Cent. Mit der Bundesregierung, vielen Dank, aber versuchen dann die Firmen ja doch, die Preise hier so ein bisschen nach oben zu schieben. Die Tankstelle ist hier eine Star-Tankstelle. Rechts ist der Kolonnenweg, könnte ich jetzt auch mal durchfahren, mache ich jetzt aber gerade nicht. Hier ist ein Mini-Kreisverkehr, also muss ich wieder rechts gehen, wenn ich gerade ausfahre. Eiskaffee-Lenkel rechts und wir fahren dann einmal durch den Schleswig-Süd hindurch. So ein reines Wohngebiet. Fahren wir mal so einen kleinen Schlenker durch, damit man so einmal sehen kann. Ja, ist also schon für mich natürlich auch eine Verabschiedungsfahrt schließlich. Ich war ja seit 40 Jahren habe ich hier gewohnt. Also eigentlich geboren hier, dann mit meinen Eltern, weil links, so hier links ist übrigens eine dänische Kindergarten und dann haben wir nochmal das Kinderspielzentrum links, rechts kommt dann die Dannenberg-Schule. Ich habe viele Jahre hier in Schleswig verbracht. Ich bin dann mit meinen Eltern ins Verdrungen gezahlt. Mein Vater war bei der Bundeswehr gewesen, bei der Marine, wurde dauernd versetzt. Hier ist die Sandewerkschule. Hallo. Und nun könnte ich hier rechts nach Hause fahren, zu meinem Haus. Ich fahre hier mal geradeaus weiter. Ein ganz wunderschönes Wohnen hier. Viele alte Baumbestände, alte Bäume hier. Wir fahren jetzt einfach von Schleswig nach Dannewerk, meinem Wohnort. Ich habe lange auch in Schleswig gewohnt. Da habe ich jetzt nicht jede Straße in der Stadt gesehen. Klar, geht ja auch nicht. Wäre auch zu viel. Und wir fahren jetzt nach Dannewerk. Rechts ist Seniorenheim in Zwiegers. Wir wollen schlafen. Die Senioren. Und wir fahren jetzt auch schließlich raus. In Dannewerk sind offiziell 3 Kilometer. Aber ich würde mal gefühlt sagen, es sind 1,5. Hier ist die Autobahn A7. Das ist Dannewerk, mein Wohnort, seit ungefähr 30 Jahren, also wenige Meter von Schleswig entfernt.
entfernt. Ich bin dann damals in Schleswig auch mal eine Zeit lang Bürgermeister gewesen. Und da hat man, als ich mich da beworben hatte, gesagt, ja, Sie wohnen ja gar nicht in Schleswig. Und da habe ich scherzeshalber gesagt, dann ziehen Sie die Grenze neu. War natürlich alles scherzhaft gewesen. Fanden aber nicht alle wäre witzig. Ich mache heute gerne mal einen Scherz, aber es ist nicht immer alles ernst gemeint. Die Gemeinden haben eine starke Identität, eigene Wappen, eigene Flaggen, eigenes Dorfleben und wollen auf gar keinen Fall Teil von Schleswig sein, obwohl natürlich alle miteinander verzahnt sind. Die weiterführenden Schulen sind in Schleswig, Einkaufsmöglichkeiten sind dann dort auch. Und die umliegenden Dörfer haben so auch nach und nach so ein bisschen Einkaufsmöglichkeiten geschaffen für den täglichen Bedarf. Aber so das, was man über den täglichen Bedarf hinaus braucht, das ist natürlich alles in Schleswig. Kleidungsgeschäfte, größere Märkte, Ärzte, das ist aber dann alles in Schleswig. Also Schleswig hat eine große sogenannte Zentralität. Hier rechts ist dann direkt das Gemeindezentrum, der Kindergarten. Hier muss man auch sehr langsam fahren, das ist auch eine 30er Straße geworden. Und wir fahren jetzt direkt darauf zu zum UNESCO-Weltkulturerbe, das Danneberg. Also der Ort Danneberg hat also das Danneberg den Namen gegeben hat. Ja, einmal winken, standen jetzt gerade, haben irgendwie was getrunken, ich weiß gar nicht, was da los ist. Ja, und jetzt geht's hier. Links ist da so eine Ausweichcontainer für, was machen wir? Ach, die stellen jetzt hier die Fahnenmasten oder die Fähnchen auf. Dort ist hier das Sonnenwerkmuseum, erstmal als Ausweich. Vorne war das alte Social, das ist ein Krug gewesen. Moin, moin, hallo. Prima, macht ihr toll, klasse. Ich mache gerade eine Filmaufnahme. Moin, hallo. Moin, hallo. Oh, Hilfe. Ja, ich stelle gerade alles auf, total super. Ist also viel in Danneberg, ist viel los, tolles Dorfleben, kann man nur sagen. Ich fahre noch einmal durch die... Es war also schön, alle immer zu sehen. Ich hätte kurz anhalten können, um mit den Leuten zu schnacken, aber die haben ja auch zu tun. Und jetzt weiß ich auch, warum eben der Alkohol angeboten, weil die jetzt vorbeigekommen sind. Natürlich alle mal einen kurzen gekriegt haben, ganz klar. Ah, hier wird also viel gemacht, wird auch gebuselt. Jetzt fahre ich durch Kleindannewerk durch. Hier war mein Schmied. Also alles sehr beschaulich hier. Und gleich bin ich auch zu Hause. Und dann habe ich eine große Fahrt mal gemacht. Ein großes Video. Einmal durch Schleswig durch, einmal durch Danneberg durch, was man sehen kann. Also hier ist noch Holz, Schädlingsbekämpfung meine ich, also Holzschutz, biologisches Büro, also dann haben wir hier noch Honig, Imkerei. Und einer von denen, die da eben waren, das war der Rolo. Der Rolo ist also mit seiner Frau war ich in der Schule gewesen. Das kenne ich auch schon seit Ewigkeiten. Und er ist hier eigentlich so, ich sag mal, der Organisator. Der macht so, ist so der heimliche, ich will es noch nicht sagen, aber der heimliche Bürgermeister, muss man so sagen. Der also immer organisiert, macht, tut, ob da geschossen wird oder gebrustelt wird oder ob jetzt hier die Flaggen aufgestellt werden. Das ist der Hundig. 1948, ein Denkmal im Deutsch-Indischen Krieg, im Ersten Deutschen Krieg, gab es einen zweiten, 1864. Ja, hier ist also das Danneberg eben halt da gewesen. Und nun fahre ich hier meine Straße hoch. Hier habe ich 40 Jahre gewohnt und werde das jetzt verkaufen, dieses Areal hier. Auch eine wunderschöne Straße. Und hier wohne ich rechts. Das ist mein Haus. Da wohne ich. Und nun stoppe ich auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das alles gefallen. Hier sehen wir den Rudi. Mit dem werde ich dann rumfahren. Und hier sehen wir mein Haus. Das ist gerade heute tatsächlich den ersten Tag angeboten wird. Und jetzt stoppe ich die Videoaufnahme. Ich stehe mal kurz um. Vielleicht kann man mich dann auch mal sehen. Kann man nicht.
oder andersrum. Ich drehe mal so rum. Ja, also ich habe jetzt gerade eben die ganze Zeit hier gefilmt. Ich nehme mal die Brille ab. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ihr könnt mich verstehen. Ich muss den Motor noch anlassen, weil ich nicht lange hochfahren muss. Und jetzt werde ich einmal hochfahren, das Motorrad in die Garage stellen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Habe ich jetzt gerne mal gemacht. Wir wollten die Technik eigentlich mal ausprobieren. Es war also eigentlich ein Ausprobieren der Technik. Und ich fahre jetzt mal kurz vorsichtig vorbei. Alles mit Schildgeschwindigkeit. Und nun ist auch gut. Jetzt mache ich aus. So, ich hoffe, ihr könnt mich noch gut oder jetzt besser verstehen. Ich hoffe, das hat so einigermaßen geklappt mit dem Ton. Und das ist ja, schließlich also meine Stadt, sage ich mal. Und ich finde es sehr schade, sie jetzt aufzugeben. Aber wie es so schön heißt, in jeder Krise, also der Grund, weshalb ich jetzt das alles aufgebe, das würde ich jetzt hier nicht erläutern, vielleicht mal extra mal irgendwann mal. Aber es ist natürlich eine kleine Krise, die dahinter steckte und hat was mit Beziehungen zu tun, Ehe und so weiter. Das lasse ich also jetzt mal raus und weg. Und nun ist es immer so, dass man dann sagt, okay, das ist ja ein Haus, das hat 150 Quadratmeter und das Grundstück 5000. Das ist mir alles ein bisschen zu viel und zu groß und ja, ich bin jetzt schon in Pension und ja, muss nicht mehr arbeiten. Und deswegen habe ich dann entschieden, dann zu sagen, jetzt fahre ich einfach mal durch Europa. Ich war vorher beim Stadtmuseum noch gewesen, da war eine Ausstellungseröffnung. Ich war viele Jahre der Vorsitzende vom Förderverein des Stadtmuseums. Jetzt machen das andere ganz liebenswerte Menschen weiter. Und da bin ich sehr dankbar für, sage ich mal, dass alles auch so weitergeführt wird. Und was jetzt auf mich zukommt, ist eben halt die Ungewissheit. Das ist auch eine ganz wunderschöne Sache. Nämlich, dass man nicht weiß, was einen erwartet, wenn man durch Europa fährt. Und ja, es ist ein bisschen Vorbereitung mit dabei. Man sieht hier links eben halt einen Container oder Mulde, wie es so schön gesagt wird. Mein Bruder sagt, was heißt Mulde? Das ist schon der dritte. Das Haus wird also jetzt leer gemacht. Also habe ich auch viel angesammelt in den ganzen 40 Jahren. Viel gearbeitet, manchmal 24/7, 365. Und wenn das dann so ist, dann kommt man spät nach Hause und kann gar nicht so viel aufräumen, wie man gerne möchte. Und das habe ich dann jetzt ja, die letzten Wochen gemacht. Und nun kann das dann auch ja, abgegeben werden. Und ich selber mache mich also auf den Weg und werde sicherlich in Europa ganz viel kennenlernen. Was ich auch schade ist, das Motorrad hier, das werde ich wahrscheinlich dann auch abgeben. Obwohl ich ja mit heute jetzt eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, damit nochmal zu fahren, sich alles anzuschauen. Und das hätte ich jetzt gerne auch weitergemacht. Aber vielleicht steige ich nochmal auf ein elektrisches Moped um, mit dem man dann vielleicht auch dann so ein bisschen mal die Landschaft erkunden kann. Natürlich nicht ganz so viel. Aber heute bin ich auch nur gerade mal so viel gefahren, was ein elektrisches Motorrad auch schaffen würde. Also man muss ja nicht immer gleich 200, 300 Kilometer fahren am Tag, sondern man kann ja auch mal kurze Strecken fahren. So, ich fange jetzt aber an zu labern. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich werde das Motorrad hier mal hinstellen. Hoppla. Und dann den wegstellen. Oh, lala. Am Absteigen. Alter, man findet es doch ganz gut, wenn man das Motorrad abgibt. Ja. Es ist für mich ein Abschied hier vor Ort, der mir nicht ganz leicht fällt, weil natürlich ja, hier viele Erinnerungen dran hängen. Auch dieses Haus ist für mich was ganz Besonderes. Es war das Elternhaus meiner Oma gewesen, das heißt, meine Urgroßmutter hat hier schon gewohnt. Und das ist klar, ich werde das jetzt nicht zeigen hier, weil das jetzt dann, wie gesagt, irgendwann auch in andere Hände kommen wird. Aber für mich ist es eben halt eine große Chance jetzt, nachdem ich hier so viele Jahre gewohnt habe, mal einfach zu sagen, jetzt will ich was anderes anschauen. Und ja, ich hoffe, die Fahrt durch Schleswig hat eben halt gefallen. Das war für mich eben halt so eine kleine Mini-Verabschiedungstour gewesen, alles nochmal auf Bild festzuhalten. Und von meinen Erfahrungen, die ich mache, möchte ich, dass auch andere davon dann teilhaben können. Wir sind also einmal von Schleswig-Nord gefahren, die Flensburger Straße runter, einmal durch den Schleswiger Teil durch, haben den Hafen gesehen, sind dann durch den Lollfuß auch gefahren und dann auch in den Friedrichsberg hinein und von Friedrichsberg dann eben nach Danneberg. Der Ort, wo ich jetzt noch wohne hier und möchte euch also einen schönen Abend wünschen. Ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen gefallen. Guckt einfach mal wieder rein, wenn euch es gefallen hat. Macht einen Daumen hoch, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Vor allen Dingen dann auch mit dem Rudi und eine Roomtour dazu, wie ich das alles eingerichtet habe, was ich mir so gedacht habe, was sinnvoll und vielleicht auch nicht so sinnvoll ist. Dann guckt einfach wieder rein, abonniert den Kanal. Ich würde mich freuen, euch erstmal einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank.